Hallo. Ich grüße euch, Freunde der Spielkultur. Wie ihr seht, bin ich nicht alleine. Ich habe einen schlafenden Knatschi hier. Es ist Balthasar der Erste. Eigentlich heißt der VIP Balthasar. Für Very Important Pack. Ja, du bist müde. Er muss gleich nämlich spazieren gehen und ich habe ihn mal eben rausgeholt. Damit ich euch sagen kann, das ist der Thronerbe. Guckt ihn an, den Stattlichen. Er hat kein Gesicht, weil er einfach dunkel ist und die Kamera, glaube ich, zu viel Kontrast eingestellt hat. Er ist ein 8,5 Wochen alter Mops, der gerne kackt und pinkelt, am liebsten auf schwarze Teppiche. Und er ist sehr müde. Aber er liebt uns sehr. Aber warum mache ich dieses Video? Komm her, mein Schatz. Ja. Ich mache dieses Video, weil ich einfach sagen wollte... Cool. Ja, ich muss sagen, man denkt viel nach. Wenn man so einen kleinen, sagen wir mal, das Aufwachsen eines kleinen Lebewesens jetzt betreut. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, so in die Richtung, was will ich überhaupt? Der Kanal ist nicht in Gefahr, keine Sorge. Aber ich habe mal überlegt, was mir Spaß macht. Mir macht natürlich der Mob Spaß. Ist eine tolle Sache. Ich fühle mich so ein bisschen wie ein kleiner Papa. Ich weiß, es ist kein Kind und man sollte es auch nicht verkindlichen. Es ist wirklich ein Tier, der jetzt ein bisschen Hilfe braucht. Später läuft er auf seinen eigenen Füßen. Ist, sagen wir mal, Vaterschaft leid. Ne, mein Kleiner? Doof, dass ich ein schwarzes T-Shirt anhab, ne? Kann ich keiner sehen. Du verschwindest im schwarzen Shirt. Die andere Sache ist... Sind wir ehrlich, Let's Play ist irgendwo tot. Also ich sage jetzt nicht, dass ich nie wieder Let's Playen werde. Also es ist auch nicht tot. Es funktioniert ja auf vielen Kanälen. Aber mag ich es, ein Spiel von A nach Z durchzuspielen und am Ende zu sagen, ja, habe ich geschafft. Nicht immer, wenn man ehrlich ist. Klar, es gibt die Spiele, die einfach Fun machen von Anfang bis Ende. Wo auch die Zuschauerzahlen, sagen wir mal, wenn wir es reinbringen, auch immer von Anfang bis Ende sehr angenehm sind. Und es gibt natürlich die Titel, die sich überhaupt nicht lohnen. Da ist bei mir eine andere Sache, als wenn jetzt beim Gronkh das ist, wo er sagt, Titel, die sich nicht lohnen, die er durchzieht. Er verdient trotzdem noch das Hundertfache mit dem Titel im Gegensatz zu mir. Deshalb, ja, sie lohnen sich nicht von dem Prestige her, aber er kann sich den Titel erlauben an der Stelle. Auch von den Klickzahlen. Ansonsten ist es halt, ich muss mal gucken. Ich habe ja früher schon mal gesagt, ich will eigentlich viel lieber alles so ein bisschen, sagen wir mal, man macht so ein bisschen Livestreaming und Livestreaming kann auch Live-LP sein, aber das Community-Zocken hat mir halt immer sehr viel Spaß gemacht. Ist natürlich jetzt ein bisschen mit dem Hund, auch mit dem Stream, ist es schwierig. Ich muss halt alle 2-3 Stunden mit dem raus, eigentlich manchmal sogar schneller. Wenn ich nicht will, dass er hier in der Wohnung macht. Ne, der Schreibtisch schmeckt dir, ne? Ja. Sollst du mal nicht den Schreibtisch lecken. Und man sieht, wie immer, nichts. Nur die schwarzen Augen des Nichts. Komm her, mein Kleiner, komm her. So. Ich weiß, du schläfst nicht auf meinem Arm, das kannst du nicht. Da bist du zu nervös. Jedenfalls, ja, einfach mehr so Serienformate, Sendungen, sowas wie Angespielt hatten wir ja früher mehr, habe ich dann weniger jetzt wieder. Jetzt habe ich ja eh gerade so meine WoW-Phase wieder entdeckt, wo ich auch nicht richtig gut zukomme, obwohl ich es gerne spiele und die Leute sind sowas überhaupt nicht von mir gewohnt, kenne ich halt. Aber wir schauen mal. Ich habe einfach sehr viel Zeit zum Nachdenken. Ich muss euch sagen,
Wenn ihr ein Problem habt mit früh aufstehen, ey, holt euch einen Hund. Wenn ihr ein Problem habt mit, weiß ich nicht, mit euch selbst, holt euch einen Hund. Also wenn ihr ein Herz habt, könnt ihr eh mit einem Hund viel anfangen. Hm, mein Schatz? Er nimmt halt echt viel. Also ich bin wirklich erst 3 Tage hier und ich fühle mich wie ein ganz anderer Mensch. Einfach, ist so. Ist einfach so. Viel gelassener, viel entspannter. Klar, es ist stressig, aber wenn du abends halt ins Bett gehst, weißt du, du hast irgendwie was geschafft, ne? Ja, und du schaffst auf jeden Fall viel Kacke. Dein Lieblingshobby ist auch Teppiche essen, ne? Ja? Ja. Deshalb. Ich wollte nur schon mal so ankündigen, das ist ja hier. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Ich weiß, der eine oder andere wird sagen, schon wieder sowas von A nach B. Aber ihr habt den Welpenbonus, hallo? Da muss man sich ja nicht aufregen, ne? Nee. Nee, sag mal. Alter, jeder, der hier böse ist, der wird exekutiert. Ja, ja, ja. Da wird der Balthasar der Erste ordentlich euch in die Eier treten. Hm? Ja, komm, ich lass dich auch wieder schlafen, Kleiner. Ja, ja, ja. Und jetzt willst du über mich rüberhüpfen, ne? Zur Flucht. So. Das kurz vor mir. Es hat jetzt länger gedauert, weil das Tier ist ja dann doch etwas ablenkend. Und ich will jetzt auch nicht so schreien. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Ich gehe jetzt auch mal Gassi. Und werde halt wirklich eine ordentliche Feier machen, wenn er dann wieder mal schafft, außerhalb der Wohnung zu kacken und nicht innerhalb der Wohnung. In dem Sinne. Wir sehen uns heute auch im Livestream mit kleinen Unterbrechungen. Der Kleine muss ja auch immer wieder raus. Das ist übrigens dann auch so ein Malus, den wir jetzt erstmal haben für eine gewisse Zeit, bis er mal mehr als 2 Stunden ohne Pipi auskommt. So, ich habe euch alle gern. Ich hoffe, ihr versteht meine Lage so ein bisschen. Veränderungen werden kommen. Wie mein Leben jetzt eine komplette Veränderung erlebt hat, ne? Ach, ich bin so ein ganz schlimmer Hundepapa geworden, der ich nicht sein will. Aber er hat schon Charakter. Er hat Charakter, wirklich. Vor allem versucht er im Moment sehr viel mit seinen Zähnen zu arbeiten. Hm, hast du mir schon in die Hand gebissen, ne? Na, nicht gebissen, du hast gespielt mit mir. So, jetzt aber tschüss. Sag nochmal tschüss, Balthasar. Tschüss. Tschüss, Volk. Ja, und jetzt... Bleib mal so nochmal heilen in 5 Viertelstunden. Schaffst du das? Hm? Naja, in dem Sinne, tschüss.